Moin zusammen! Wie bekomme ich meine Actioncam an dieses Luftboot oder Schlauchboot? Das möchte ich euch heute zeigen. Herzlich willkommen! Erstmal muss ich das Boot aufbauen. Ja, hier im Zimmer. Das bastelt sich schöner, als wenn ich das draußen mache, weil es muss ja trocknen, man muss das ein bisschen anpassen. Also das ist schon besser. Also baue ich jetzt mal das Boot auf. Also hält mich auch aus. Das heißt, hier ist richtig Druck drauf. Nun bin ich im Keller und habe mal ein paar Materialien zusammengesucht. Ein Frühstücksbrett. Ich hatte gerade nichts anderes, aber es geht natürlich jedes Stück Holz. Aber das geht auch. Eine Halterung, egal welche, eine Grundplatte, also für die jeweilige Kamera natürlich, oder die Halterung, die da reingesteckt werden sollen. Das ist hier für die Sony. Ich mache mir noch eine Skizze vorher. Ich brauche eine Säge. Ich nehme immer eine japanische Zugsäge. Funktioniert deutlich besser als ein Fuchsschwanz. Und ich brauche hier nicht die elektrischen Sägen rausholen für das bisschen Gesäge hier. Was brauche ich noch? Bohrer, ja, hole ich nachher noch. Als erstes eine kleine Skizze. Ich zeichne mir das mal auf. Und das hier wird das Brett. Das kann jetzt rechteckig sein oder ein bisschen spitz zulaufen. Das ist egal. Hier drunter befindet sich quasi das Boot vorne. Ja, das ist ja jetzt hier das Boot. Und hier wird das Holzbrett. Darauf kommt die Halterung. Die hier und dann ist hier quasi die Kamera drauf nachher, je nachdem wie rum, und guckt in die Richtung. Die kann natürlich auch in die Richtung gucken. Und das Ganze muss ich hier irgendwie befestigen. Im Schlauchboot würde ich das jetzt nicht anschrauben. Logisch, ne? Okay, also mache ich aber Löcher rein und ziehe dann nachher ein Band durch. Muss ich mal gucken, wie das am besten geht. Ich habe das schon ausprobiert. Das Brettchen passt genau. Ich schneide das jetzt irgendwie noch ein bisschen zurecht. Also hier an der Stelle. Ja, das muss ja alles nicht so genau sein. Skizze, Brettchen. Brett ist das erste. Das ist schon benutzt. Aber das werde ich nachher noch anstreichen oder schnell lackieren. Eine Seite absägen, das Ganze fixiere ich jetzt einfach mit einer Schraubzwinge. Nie ganz einschrauben, die Schraubzwinge, sonst kriegt man die nachher irgendwann nicht locker. So, hier liegt natürlich wieder alles im Weg rum. Und es passt nicht drunter, also drehe ich die einfach um. Jetzt ist es fest, die Zugsäge. Und jetzt wird das Holz zurechtgesägt. Das ist ja eine Zugsäge, das heißt, wenn ich ziehe, sägt die. Und man sieht, wie einfach das geht. So, eine Seite ist fertig. Lege ich mir das Holz da drunter, damit das hier nicht drauf knallt. Hätte ich beim ersten Mal schon machen müssen. So. Zweite Seite ist auch fertig. Sieht schon mal schick aus. Jetzt werde ich das beschleifen. Thank you.
das Brett. Das Brett hat jetzt genau die Form wie auf der Skizze. Und ist überall schön glatt. Ja, die tiefen Rillen hier kommen nachher nach unten. Und hier sieht es schön aus. Es wird ja noch angestrichen. Ich mache jetzt in alle vier Ecken Löcher. Von der Kamera muss jetzt hier rauf. Die will ich aber fixieren mit zwei Schrauben, weil nur kleben, naja, vielleicht hält das nicht, ne? Geklebt und geschraubt ist besser. Also müssen hier zwei Löcher rein, zwei Schrauben. Die müssen natürlich so weit versenkt werden, dass sie hier nicht rausgucken. Also habe ich eine Linse genommen, weil die noch kann man auch nicht schrauben. Eine normale Senk würde natürlich jetzt noch besser sein, habe ich nicht hier. Jetzt muss ich die kürzen und zwar auf diese Tiefe plus Brett muss ich ja abziehen und die Schraube muss noch drauf gehen. Ja, dann halte ich das einmal zusammen, halte es daran und sage, okay, ich nehme eine Hutmutter nachher. Ja, dann muss da ungefähr so ein Ende ab. Nun müssen hier Löcher rein. Jetzt muss die Schraube noch versenkt werden. Jetzt muss ich gucken, wie groß ist der Kopf und muss einen entsprechenden Bohrer suchen. Beide ordentlich versenkt. Ja. So kommt das jetzt rauf hier. Die Klebefläche brauchen wir nachher noch. Die Schrauben wieder raus. Und jetzt anzeichnen. Jetzt hole ich mir die Mitte ungefähr, muss ich einmal ausmessen, falls ich was zum Messen habe. Kann hier ruhig ein bisschen größer bohren, aber der 4-2er reicht auch aus. Fertig. Jetzt wird es einmal probeweise aufgeschraubt. Sieht das so aus. Okay, auf geht's, lackieren. Die Haftgrundierung ist drauf. Der nächste Schritt ist, einen Lack drauf zu bringen. Ich glaube, ich nehme Rot, dann passt das schön zu dem Boot. Danach kann es schon an die Montage gehen. Das Brett ist jetzt grundiert und mehrfach lackiert. Jetzt kann es an die Montage gehen. Das heißt, ich werde jetzt die Halterung auf das Brett montieren. Das wird ja nicht so schwer sein. Einfach reinstecken. Scheiben drunter. Man sieht hier auf der Rückseite noch die Kerben. Frühstücksbrett hat einer zu tief reingeschnitten. Das sieht man natürlich nicht, weil es die Unterseite ist. So, das wird nachher festgezogen. Fertig. Jetzt muss ich das mit dem Band. Ja, muss ich das da durchziehen und irgendwie festmachen. Mal gucken, wie das geht. So, jetzt muss ich hier irgendwie ein Loch reinkriegen, weil ich will es ja befestigen und hier sind Originallöcher. Die muss da einer reingestanzt haben vom Werk. Die sind hier alle paar halbe Meter. Und ich will das jetzt hier oben festmachen und hier festbinden und irgendwie hier unten. Hier habe ich jetzt schon ein Loch reingemacht. Und zwar einfach mit dem Locher. Ja, ist jetzt nicht optimal. Jetzt muss ich hier das zweite Loch, passt nicht. Dann ziehe ich das mal hier einfach raus. Und werde das zweite Loch ungefähr da hinsetzen. Und siehe da, zwei schöne Löcher. Das hier ist Paracord und das ist ein Feuerzeug. Ich schneide jetzt mal ein Stück ab von dem Paracord. Und die Enden muss man immer gleich fixieren, weil die sonst
Jetzt habe ich also ein Stück Seil, geht alles Mögliche, Hauptsache es ist wasserfest. Und jetzt habe ich hier und dort und dort und dort ein Loch. Ziehe ich das von hier durch und kann das einfach von unten einfädeln, von oben wieder rein. Hier genauso, von oben rein, von unten wieder raus. Das gleiche hier im Rückwärtsgang. Da rein und von außen nach innen. So, man sieht schon, dass, wenn ich das ziehe, ist das schon relativ straff. Vielleicht geht das schon ohne eine Verlängerung hier zum Abstützen. Doppelten Spierenstich. Weil der geht garantiert nicht auf. So, und werde den jetzt mal einmal stramm ziehen. Ziehe ich noch mehr durch. So, und zum Festziehen, nicht so doll, sonst reißt es hier aus. Ja, nehme ich einfach ein paar halbe Schläge. So. Noch ein und ein zum Antüdern reicht. Und jetzt habe ich hier eine feste Halterung. Da kann ich das ganze Boot dran hochziehen. Die Halterung ist drauf. Nun kann ich irgendwelche Füße nehmen. Ich nehme mal hier einen ganz normalen Fuß zum Kippen und schraube den hier drauf. Und jetzt kann ich das nach vorne oder nach hinten. Jetzt würde ich mich beim Paddel filmen. Stell das hier ein und könnte mich filmen. Ja. Das bewegt sich mit dem Boot mit. Das heißt, im Boot ist alles immer ruhig. Selber wackelt die Kamera kaum oder gar nicht. Wahrscheinlich eher gar nicht. Das muss ich mal ausprobieren. Falls es wirklich wackeln sollte, würde ich hier eine Verlängerung anbauen, die sich hier abstützt. Aber das wird wohl nicht notwendig sein. Wenn ich das nach vorne mache, kann ich den Himmel filmen. Naja, gut, okay. Kann ich also nach vorne filmen. Ich habe jetzt aber hier das Boot mit drauf, ein ganz kleines Stück. Ich kann jetzt andere Halterungen aufbauen, aber dazu komme ich später nochmal. Das war die Halterung für eine Actioncam auf einem Kanu hier auf dem Grabner Outside. Vielleicht hat die Bastelei ein bisschen Spaß gemacht, mir auf jeden Fall. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein Video. Ich sage einfach ciao, bis zum nächsten Mal.